Willkommen bei den Berliner Energietagen und bei Von der Roadmap auf die Straße, dem E-Mobility-Netz-Podcast von und mit Stromnetz Berlin und der Berliner Agentur für Elektromobilität, EMO. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, zu unserer dritten Folge unserer Podcast-Reihe von Stromnetz Berlin und der EMO Berlin, heute zum Thema Rolle des ÖPNV in der Elektrifizierung mit Auswirkungen auf das Stromnetz und auf den Verkehr in Berlin. Und ich habe heute wieder spannende Gäste dabei, nämlich einmal Steffen Voth, er ist Leiter des Kundenmanagements bei Stromnetz Berlin, und Herrn Dr. Daniel Hesse von der BVG, den Berliner Verkehrsbetrieben. Er ist Leiter Inhouse Consult und der Programmleiter für die Elektrifizierung der Busflotte. Also genau die Themen, die wir heute auch besprechen wollen. Und ich weise nochmal darauf hin, dass wir im Homeoffice bzw. in den Büros arbeiten. Das heißt, wir zeichnen das hier technisch auf, sind also nicht an einem Tisch, in einem Studio unterwegs. Also wenn es da mal Unterschiede bei der Tonqualität gibt, also bitte nicht wundern. Wir sind hier im Gespräch, aber nicht in einem Raum aufgrund der aktuellen Situation. Ich steige mal ein. Herr Voth, sind Sie elektrisch unterwegs oder wie sind Sie elektrisch unterwegs? Im Moment sicherlich nicht, aber vielleicht sonst. Ja, von mir aus auch erst einmal einen schönen guten Tag in die Runde und an alle Hörerinnen und Hörer, die uns dann auch im Podcast folgen. Wie bin ich elektrisch unterwegs? Das ist auf zweierlei Folgen. Zum einen habe ich ein E-Bike zu Hause und zum anderen bin ich auch mit meinem Auto teilelektrisch noch unterwegs. Mal gucken, wie lange nur teilelektrisch. Das werden die nächsten Jahre dann zeigen. Sind Sie denn auch schon mal elektrisch Bus gefahren? Ja, selbstverständlich bin ich elektrisch immer Bus gefahren. Auf dieses Thema werden wir sicherlich im Laufe des Podcasts noch mal zurückkommen. Und der Bus, mit dem ich gefahren bin, wird natürlich in der Indira-Gandhi-Straße geladen. Herr Hesse, wie sind Sie elektrisch unterwegs? Auch von meiner Seite, hallo in die Runde, hallo Lobenberg. Ich habe seit 10 Jahren kein eigenes Auto mehr, bin eigentlich also hauptsächlich Fahrradfahrer, aber tatsächlich, wenn wir ein Auto brauchen, dann ist es eigentlich immer ein Carsharing-Fahrzeug, was dann elektrisch ist. Das heißt, also da sind wir schon sehr bemüht, uns auch ja elektrisch vorzubewegen, wenn es denn nicht mit Muskelkraft ist. Das freut mich natürlich zu hören, auch dass wir eben multimodal unterwegs sind, Fahrrad, Bus, Auto, alles dabei. Ja, um was geht's heute? Heute geht's darum, dass wir bei der ersten Folge bereits gehört haben, dass im Bereich des PKWs wir mit ungefähr 10 oder knapp 10.000 Fahrzeugen in Berlin unterwegs sind und rund 1.000 Ladepunkte, knapp 1.000 Ladepunkte in Berlin haben. Und man denkt bei Elektromobilität ja sehr oft und sehr schnell an das Thema elektrisches Auto, aber darum geht's heute nicht, nämlich es geht um größere Fahrzeuge. Die BVG ist ja bereits elektrisch seit vielen Jahren unterwegs, nämlich mit der Tram und mit der U-Bahn. Jetzt geht es darum, auch die Busflotte zu elektrifizieren, die eben etwas größer ist als ein normaler Fuhrpark, und die Fahrzeuge sind etwas größer, die Batterien auch. Der Ladebedarf ist etwas größer als beim normalen PKW, was natürlich besondere Auswirkungen oder Anforderungen auch an das Stromnetz hat. Nicht nur in Berlin, sondern natürlich auch in vergleichbaren Metropolen, letzten Endes ja weltweit. Und darum soll es heute gehen. Was sind die Anforderungen? Was plant die BVG? Wie geht Stromnetz damit um? Wie sind Sie im Dialog mit Stromnetz oder Stromnetz auch mit der BVG? Das heißt, wie kommen wir mit diesen großen Umrüstungen von Betriebshöfen klar? Was heißt das für das Stromnetz und was können wir daraus lernen und was sind die nächsten Schritte? Darum soll es heute in diesem Podcast gehen. Und ich beginne mal mit Herrn Hesse mit der Frage, ja, was sind die Pläne der BVG? Es gibt ja große Pläne, was Klimaneutralität angeht von Berlin insgesamt. Da will und soll und muss auch die BVG einen Beitrag leisten. Was haben Sie da vor? Natürlich mit dem Fokus hier auf die Elektrifizierung des Busverkehrs. Ja, genau. Sie haben es schon angesprochen. Wir haben tatsächlich da große Ambitionen. Das Land Berlin hat sich ja auch mit dem Mobilitätsgesetz dazu bekannt, den ÖPNV bis 2030 vollständig auf alternative Antriebe umzustellen. Was heißt das? Also 2/3 haben wir schon sozusagen alternativ, nämlich genau wie Sie gesagt haben, Straßenbahn und U-Bahn. Das, was noch verbleibt, ist der Busverkehr, was ja auch 1/3 ungefähr unserer gesamten Leistung ausmacht. Und alternative Antriebe heißt für uns im Grunde genommen dann Elektrifizierung. Also man kann natürlich das Thema noch ein bisschen weiter spannen, aber das Thema ist natürlich Luftreinhaltung und CO2-Vermeidung. Und da sind wir mit dem
Aufgabenträger mit dem Land Berlin auch zu dem gemeinsamen Schluss gekommen, dass das Thema Elektrifizierung sein sollte, mit vielleicht verschiedenen Ausprägungen, die man sich da anschauen kann. Aber das ist natürlich eine sehr große Aufgabe. Wir haben im Moment ungefähr 1400 Busse im Einsatz in Berlin. Die Leistung wird eher wachsen, weil wir natürlich auch versuchen, mehr Berliner gut an das ÖPNV-Netz anzuschließen. Das heißt, wenn wir von 2030 sprechen, dann haben wir eher 1500 bis 2000 Busse, die da sich im Stadtgebiet lokal emissionsfrei oder elektrisch bewegen sollen. Die müssen Depots oder Betriebshöfe im Hintergrund haben als Infrastruktur. Die müssen dort geladen werden oder im Stadtgebiet geladen werden. Das heißt, das ganze Thema bezieht sich nicht nur auf Fahrzeuge, sondern ist auch ein massives Infrastrukturthema. Und das ist auch das, wo wir die längsten Vorlaufzeiten sehen. Wir haben also zurzeit 6 Betriebshöfe, die natürlich irgendwo umgerüstet werden müssten. Wir glauben, dass wir zur Elektrifizierung 2 weitere Betriebshöfe benötigen, einfach um überhaupt Kapazitäten zu haben, um auch Infrastruktur dort unterbringen zu können. Und was natürlich da auch noch eine große Herausforderung ist, bei der Technologie gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Technologiemix wird wahrscheinlich mehrere Technologien umfassen, die für die Busse sinnvoll sind. Aber es ist noch nicht klar, welche das sein werden. Das heißt, wir sind da also sehr viel am Testen, am Erfahrungen sammeln. Wir versuchen dann einfach herauszufinden, was für die Stadt der sinnvollste Technologiemix ist. Und da spielt das Thema elektrische Versorgung eine ganz große Rolle. Dann fasse ich mal so ein bisschen pointiert zusammen. Sie haben große Pläne, große Schritte auch zu gehen, gerade bei der Frage auch des Lademanagements bei den E-Bussen. Das ist natürlich für die Stromnetz Berlin wahrscheinlich eine Herausforderung, wenn Sie sagen, wir wissen noch gar nicht genau, wie das aussehen soll und in welchem Zeitraum das ablaufen soll. Ich sage es mal so bewusst so ein bisschen pointiert. Deshalb die Frage an Herrn Voth, wie gehen Sie damit um? Sie haben ja wahrscheinlich andere Planungshorizonte. Sie haben einen Strategieprozess eingeleitet mit der BVG, so eine Art regelmäßigen Austausch. Wie geht ein Stromnetz Berlin mit solchen noch ja, vergleichsweise unklaren Anforderungen, wie es man so sagen darf, um? Und wie arbeitet man da mit der BVG da zusammen? Ja, wenn wir uns jetzt nur auf die Elektromobilität konzentrieren müssten, dann wäre das eine super Sache und dann würden wir sicherlich auch einvernehmliche Lösungen relativ schnell ins Feld führen. Das Problem aber für so ein Stromnetz ist natürlich, dass wir in Berlin hier mit einer wachsenden Stadt zu kämpfen haben und wir nicht nur die Elektromobilität als Herausforderung sehen, sondern auch, dass wir zunehmend mit dezentralen Erzeugungsanlagen zu kämpfen haben und mit zusätzlichen mehreren tausend Anschlüssen, die an unser Netz jedes Jahr angeschlossen werden. Jetzt ist das Thema Elektromobilität in dem Kontext des ÖPNV eher noch ein relativ einfaches, was die Umsetzung angeht, weil wir hier konzentriert Ladeleistungen zur Verfügung stellen müssen und zur Verfügung stellen dürfen. Sie hatten das angesprochen, Herr Lobenberg, der Planungshorizont. Ich glaube ganz ehrlich, dass der Planungshorizont für die BVG ein ähnlicher ist wie auch für uns als Stromnetz Berlin, weil wir reden von Infrastruktur und Infrastruktur hat eine sehr lange Lebensdauer. Jetzt haben wir uns ja auch gesagt, wir haben mit der BVG immer mal gesprochen, wie seht ihr die Welt, wo soll die Reise hingehen und so weiter und so fort. Das hat uns aber dazu veranlasst, dass wir hier eine berlinweite Aufgabe haben, dass wir einen Strategieprozess mit der BVG ins Leben gerufen haben, wo wir einmal im Quartal die jeweiligen Ausbauziele, die die BVG hat, die wir aber auch haben, abstimmen und damit dann auch sicher sind, dass wir zur richtigen Zeit, und das ist immer wichtig, zur richtigen Zeit an den zukünftigen und vielleicht auch jetzt schon bestehenden Betriebshöfen die Leistung heranführen. Weil Sie müssen immer sich vorstellen, so ein Betriebshof wird nicht in Niederspannung angeschlossen, sondern mindestens auf der Mittelspannungsebene. Und die Mittelspannungsebene ist immer mit dem Kabelbau von mehreren Kilometern durch die Stadt verbunden. Das mal so viel vorab, bevor wir dann nachher nochmal auf die Einzelheiten kommen. Genau, ich kann das auch ein bisschen ergänzen, damit das auch klarer wird, was die verschiedenen Schwerpunkte sind, die man da im Auge haben muss. Also wir haben im Grunde genommen 3 verschiedene Technologiemöglichkeiten, wenn man es mal ganz grob strukturiert. Wir können einmal sagen, wir versuchen Fahrzeuge konzentriert auf Flächen zu laden, wie zum Beispiel Betriebshöfe, und diese Fahrzeuge geladen auf die Strecke zu schicken mit großen Batterien. Dann ist natürlich die Herausforderung, dass an diesen Betriebshöfen dann sehr, sehr hohe Leistungen abgefordert werden. Die andere Möglichkeit wäre zu sagen, man verteilt diese Ladeleistung im Stadtgebiet
Stadtgebiet. Es hat den Vorteil, dass man dann weniger ein Reichweitenthema bei den Fahrzeugen hat. Aber es ist natürlich insofern eine Herausforderung, weil man überall an Endhaltestellen zum Beispiel Ladepunkte haben muss, Schnellladepunkte, die natürlich dann auch eine Herausforderung wieder an die Stromversorgung darstellen, also ans Netz. Und der nächste Schritt könnte dann auch sein, oder eine weitere Möglichkeit, zu sagen, na, man verteilt das noch mehr in der Stadt. Man hat nicht nur Ladepunkte, sondern man hat Oberleitungen, die man dann auf einzelne Strecken, vielleicht nicht auf die gesamte Linie, aber zum Beispiel auf Teilstrecken setzt, um dann die Schwierigkeiten, die man im Betrieb hätte, also Fragen zum Beispiel, schaffe ich denn als Busfahrer dann an dem Wendepunkt zur geplanten Zeit das Laden oder schaffe ich es nicht, weil ich im Stau stand? Solche Themen hätte man dann natürlich reduziert, aber man hat einfach mehr Herausforderungen an die Infrastruktur oder auch Anforderungen, einfach weil mehr Infrastruktur in die Stadt gebracht werden muss. Man kann dann auch sagen, je nachdem, welche Ausprägung man hat, ist es vielleicht eher planbar, aber dann sehr konzentriert. Also Beispiel am Betriebshof, die Fahrzeuge kommen ungefähr zur gleichen Zeit wieder zurück, stehen dort lange, müssen dort lange laden. Da muss ich aber sehr viel konzentrierte Leistung dort anbringen. Oder ich verteile es in der Stadt, dann kann es mir aber passieren, dass ich gar nicht mehr genau weiß, wann dann die Ladespitzen kommen. Und das ist genau dieses Spannungsfeld, wo es für uns sehr wichtig ist zu verstehen, wenn wir also eine Idee postulieren und sagen, wir könnten uns das vorstellen, dass wir erstmal mit dem Netzversorger hier in der Stadt Berlin sprechen können und sagen, wie seht ihr denn das? Haben wir denn überhaupt eine Chance, das zu machen? Und das ist genau der Punkt, wo wir es sehr wertvoll finden, auch diesen Strategiedialog zu führen. Warum ist dieser Strategiedialog notwendig? Herr Dr. Hesse, Sie hatten es ja gerade angesprochen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, den ÖPNV zu laden. Depotlader, HPCs und so weiter und so fort. Im ersten Schritt haben wir natürlich die Betriebshöfe und die HPCs angeschlossen. Aber wenn Sie oder wir dann gemeinsam als Berlinerinnen und Berliner dann vielleicht auch die Busse unterwegs laden wollen, dann haben wir natürlich noch mehrere Stakeholder im Boot, um diese Ladeleistung dann auch zu den Streckenladern zu bringen. Weil es ist ja kein Geheimnis, dass wir in Berlin eine unwahrscheinliche Herausforderung haben mit Genehmigungsverfahren. Wie kriegen wir zusätzliche Stadtmöbel an die Straße? Und das wird sicherlich auch ein Teil des zukünftigen Strategiedialogs sein, um auch diese Herausforderung im ersten Schritt zu besprechen und im zweiten Schritt dafür dann natürlich auch Lösungen gemeinschaftlich zu finden. Dann nochmal eine Frage, Herr Voigt, netzseitig, was wäre denn da lieber? Große Abnehmer an Depots mit großen Anschlüssen, Sie hatten mindestens Mittelspannungsebene gesagt, oder lieber verteilt in der Stadt, mal unabhängig jetzt mal von der Frage Stadtmöblierung? Also für den Verteilnetzbetreiber plädiere ich immer für zentrale Lösungen, weil bei zentralen Lösungen weiß ich genau, wie die Netzauslastung ist. Ich kann mich da wesentlich besser drauf einstellen, kann diese Anschlusspunkte auch besser steuern. Aber es ist ja so bei der Elektromobilität, niemand weiß so richtig, wo die Reise 100% hingeht. Und zum Zweiten sind ja nicht nur unsere Wünsche dort maßgeblich, sondern es ist der ÖPNV maßgeblich ist und werden in Zukunft, und dort, da verweise ich schon mal auf den Podcast Nummer 4, auch die Wohnungsgesellschaften und der halböffentliche Nahverkehr dann eine Rolle spielen. Nun sprechen wir ja unabhängig mal von den Standorten, was die Ladestationen angeht, in der Regel ja von Schnellladen, DC-Laden oder HPC, wie Sie das auch genannt haben, also für die, die es nicht kennen sollten, High Power Charging, also wir reden hier von 150 kW, denke ich mal, aufwärts. Herr Hesse, oder was? Also eher signifikant aufwärts. Also wir haben jetzt bei dem Projekt, was wir gerade an den Start bringen, das E-Metrobus-Projekt auf der Linie 200, da sind wir in der Größenordnung von 300 bis 450 kW. Und also je mehr, desto besser, ne? Und entsprechende Ladeleistungen an den Haltestellen, wenn Sie an Endhaltestellen gehen, dass Sie da ja also mal in den Pausezeiten nachladen. Das heißt, der Ladebedarf ist da auch sehr, sehr hoch dann für kurze Zeit. Genau, wir reden dann davon, dass genau diese Ladeleistung, also 300 bis 450 kW, dann über einen Zeitraum von wenigen Minuten abgerufen werden muss. Und das ist natürlich dann eine Herausforderung, wenn man nicht genau weiß, wann diese Abrufe erfolgen. Natürlich, es gibt geplante Pausen, aber wir wissen alle, wie der Verkehr in Berlin läuft. Da verzögern sich doch mal ab und zu Dinge und schon kann das natürlich so sein, dass Leistungspeaks ganz anders auftreten, als wie man sie vielleicht geplant hat. Also das ist schon eine Sache, die wir dann auch mit Spannung ausprobieren wollen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber wo wir noch nicht genau wissen, wie gut das eigentlich auch operativ für den ÖPNV funktioniert. Also ist es besser planbar quasi an Depots zu laden oder ist es auf der Strecke nachher das bessere System? Und das müssen wir, meinen wir, ausprobieren und dann muss man natürlich schauen, wie man sich dann sukzessive da weiter aufstellt. Wahrscheinlich ist es eine Mischung, also wir glauben nicht, dass es nachher die Lösung geben wird. Es wird wahrscheinlich ein Mix von Lösungen sein, aber auch der Mix will natürlich dann sorgfältig gesetzt werden. Ja, um da nochmal anzuknüpfen, dieser Mix
das wird auch ein Mix sein in der Anschlusssituation. Wir werden nicht nur reine hundertprozentige Energieversorgung aus dem Stromnetz sehen, sondern wir haben fahrende Batterien in den Bussen und wir werden mit Sicherheit in den Lauf der Jahren auch stationäre Batterien sehen bei den Ladepunkten. Weil das ist natürlich klar, wenn Sie in eine Batterie investieren, müssen Sie nicht so viel in den Netzanschluss investieren. Und das kann natürlich zu Kostenersparnissen auf beiden Seiten führen. Wir müssen die Infrastruktur nicht so stark ranbringen an den Ladepunkt und die BVG in diesem Falle muss dann die entsprechenden Ladeinfrastrukturen, die dann notwendig sind, nicht so extrem auslegen. Sie sprechen jetzt von stationären Batterien, Herr Furth, oder von fahrenden Batterien in den Bussen? Ich spreche jetzt von stationären Batterien in den Lademöglichkeiten, sodass das Netz dann die Batterie lädt und dann für die kurzen Peaks, wann auch immer sie dann kommen, Herr Dr. Hess hat es angesprochen, dass die Batterie nicht nur aus dem Netz entnommen wird, sondern vor allen Dingen auch aus den vorhandenen Batterien dann in die fahrende Batterie eingespeist wird. Genau. Das, was man dann natürlich, also das denken wir auch, dass das sinnvolle Überlegungen sind. Und da ist man natürlich dann bei dem Punkt, der jetzt ja eher so beiläufig schon viel, Stadtmöbel. Also wir haben natürlich, je mehr Infrastruktur wir in die Stadt bringen, muss man sich auch darüber unterhalten, haben wir denn den Platz dafür? Wollen wir den Platz dafür bereitstellen? Also das kann halt von Ladepunkten, wo dann halt wirklich auch Batterien in irgendeiner Form im Container oder im Gebäude stehen müssen, dann müssen zumindest Örtlichkeiten für vorgesehen werden. Man muss auch darüber sprechen, möchte man sich Oberleitungen vielleicht als Alternative vorstellen. Da geht es also viel darum, auch neben dem rein, was kann man versorgungsseitig bereitstellen, was möchte sich auch die Stadt auf die Oberfläche stellen. Und das ist natürlich ein Thema, wo wir sofort auch bei stadtplanerischen Überlegungen sind. Da braucht es Flächen für, das muss sich verträglich gestalten mit allem anderen, was auf der Oberfläche passiert in der Stadt. Sehr spannende Fragen, die wir da vor uns haben. Absolut, absolut. Da fällt mir natürlich ein mit dem Flächenbedarf. Wie groß ist so ein Flächenbedarf für so eine stationäre Batterie? Ne? Denn wir haben ja sehr viele parkende private Pkw in der Stadt, auch in der Innenstadt. Da würde ich mal behaupten, dass wahrscheinlich ein Stellplatz von einem privaten Pkw ausreicht, um eine, also rein jetzt von der Fläche her meine ich, nicht vom Anschluss her, um diese Fläche bereitzustellen. Ne? Also um eine Frage von Bereitschaft und von Prioritäten. Aber das ist, glaube ich, ein anderer Podcast. Sie hatten das Stichwort gebracht, Energiewirtschaft. Wie macht das die BVG auf dem Betriebshof? Ist, glaube ich, ganz spannend. Sie haben ja ein Projekt gemeinsam bereits umgesetzt oder sind auch mittendrin. Da können Sie darüber mal erzählen gleich, nämlich in der Indira Gandhi Straße. Vielleicht erzählen Sie mal, Herr Furth oder Herr Hesse, in welcher Reihenfolge auch immer, was da jetzt bisher gemacht worden ist und was die Herausforderungen sind und auch aus Sicht vielleicht der BVG, wie man damit energiewirtschaftlich rangeht, um auch ökonomisch im Grunde das Beste dann für das Thema rauszuholen. Ich weiß nicht, wer möchte beginnen? Dann fange ich mal an und wir kommen ja als erstes auf den Betriebshof und möchte mal kurz beschreiben, wie wir in die Diskussion mit der BVG gekommen sind. Wir haben uns zusammengesessen und haben gefragt, was ist das günstige Anschlusskonzept? Und günstiges Anschlusskonzept hieß damals nicht nur die Frage zu beantworten für uns als Stromnetz oder nur losgelöst für die BVG, sondern wir haben das als gesamtes Konzept gesehen. Und wir haben uns die Frage gestellt, ist es richtig, dass wir einen Anschlusspunkt der BVG zur Verfügung stellen? Oder ist es nicht vielleicht besser, dass wir ein Angebot der BVG machen, dass wir den Ausbau der Ladeleistung bis auf den Betriebshof heranführen und dann die jeweiligen Ladeinfrastrukturen in Niederspannung anschließen? Warum in Niederspannung? In Niederspannung gibt es unterschiedliche regulatorische Möglichkeiten, wie wir Netzentgelte an die Letztverbraucher verrechnen. Dazu wäre es auch sinnvoll, derjenige oder diejenige, die sich jetzt nur Podcast 3 anhören, auch mal den Podcast 2 zum Thema unterbrechbare oder steuerbare Verbrauchseinrichtungen sich näher zu Gemüte zu führen, weil da gibt es nämlich die Möglichkeit für uns als Netzbetreiber, den Letztverbrauchern sehr, sehr günstige Netzentgelte anzubieten, wenn wir dort die entsprechenden Anschlusspunkte steuern. Und das hat dazu den Ausschlag geführt, dass wir nachher mit der BVG das Commitment hatten, dass wir, und das ist ein Novum für uns als Netzbetreiber, dass wir ein Netz auf Privatgrund aufbauen. Wir haben also die 10 KV-Leitungen bis an den Betriebshof der Indira Gandhi Straße unter doch manchmal sehr, sehr herausfordernden Punkten durchgeführt. Und dann sind wir auf die Indira Gandhi Straße gekommen, auch natürlich mit den Herausforderungen, die so ein alter Betriebshof mit sich hat, und sind dann mit unseren Leitungen und dann auch mit unserem Eigentum sozusagen auf den BVG-Betriebshof gekommen und haben dann jede einzelne Lademöglichkeit für die Busse dann angeschlossen, mit einer Messeinrichtung ausgestattet, mit einer Steuerungseinrichtung,
und den sogenannten E-Pager ausgestattet, dass wir diese einzelnen Ladesäulen dann separat steuern konnten und steuern können. Das ist ein Projekt, was nicht nur den Projektcharakter hat, sondern wirklich derzeit auch im Leben ausprobiert wird. Und so konnten wir der BVG ein sehr, sehr kostengünstiges Angebot für den Anschluss und auch für die Bereitstellung der Netzinfrastruktur anbieten. Jetzt mache ich mal die Brücke sozusagen zum Betrieb. Man redet ja sehr viel von Smart Grid Lösungen und so weiter. Und das, was wir jetzt hier quasi da machen, ist ein Schritt in eine Richtung, wo es gar nicht so sehr dynamisch gesteuert werden muss, wenn man sozusagen eine smarte Lösung haben will, sondern wo durch die Planbarkeit unserer Nutzung man halt diese geschickte Lösung wählen kann. Also wir wissen relativ genau, also wann unsere Busse normalerweise auf den Betriebshof zurückkehren, weil natürlich alle Linien genau planbar sind. Das heißt, wir können uns sehr genau überlegen, wann wollen wir denn am besten laden? Und das war genau der ausschlaggebende Punkt, weswegen wir dann mit Stromnetz gemeinsam überlegt haben, wenn denn das so ist und diese Zeiten, unsere Ladezeiten zu Zeiten passen, wo es eigentlich für den Netzversorger auch hilfreich ist, dass dann die Ladezeiten dann stattfinden und nicht früher, dann können wir uns genau Gedanken machen, wie wir unser Laden organisieren. Also sprich, wenn wir wissen, zu Peakzeiten ist es für den Netzversorger schwierig, bestimmte Dinge abzubilden und wir können günstig stattdessen etwas später laden, dann ist es für uns sehr spannend, uns das genauso dann zu überlegen, wie verschieben wir Ladezeiten geschickt in die Abend- und Nachtstunden, wo sowieso eigentlich die Zeiten sind, wo wir unsere Busse laden wollen. Und das war quasi jetzt für uns ein Novum an der Stelle und erstmal auch hilfreich, auf die Weise sich diesem ganzen Thema nähern zu können, um noch viel mehr in solche Fragen wie Lademanagement einzusteigen. Also da sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Aber wir haben eben den Vorteil, dass wir eine relativ hohe Planbarkeit haben, wann wir Strom benötigen, wenn wir auf dem Betriebshof laden. Und das haben wir da einfach genutzt. Sie hatten es schon beschrieben, Herr Voth. Wir haben dann alle gestaunt, was man so alles an interessanten Dingen im Boden findet, wenn man den mal aufreißt. Wenn der sozusagen seit den 40er, 50er noch nicht aufgerissen wurde. Und da hatten wir dann doch ein paar Herausforderungen, was man dort alles gefunden hat im Boden. Und was definitiv auch eine große Schwierigkeit war, wir haben den Umbau ja während des laufenden Betriebes gemacht. Also wir waren dann wirklich sehr froh, mit welcher Tapferkeit unsere Fahrer dann damit klargekommen sind, dass auf dem Betriebshof alles aufgerissen war und wir wirklich dann zwei Dinge gleichzeitig machen mussten, nämlich einen Betriebshof umbauen und gleichzeitig so tun, als wenn nichts wäre, sprich den Betrieb da draußen fahren. Aber das haben wir, glaube ich, den Umständen entsprechend ganz gut hinbekommen. Wir haben jetzt auch weiter dazulernen können. Also ich glaube inzwischen, wenn wir noch mehr Baufelder aufmachen, dann sind wir da ziemlich gut drin. Auch was die generelle Organisation der Bauarbeiten und so weiter angeht, denke ich, haben wir da mehr Erfahrung gesammelt. Wobei wir natürlich auch sagen, wir wollen bei jedem Bau eines Betriebshofs dazulernen. Wir wollen die Fläche effizienter nutzen. Wir machen uns Gedanken, wo bringen wir Ladeinfrastruktur ein? Muss die wirklich da auf den Boden gestellt sein, wie wir es jetzt bei den ersten Infrastrukturflächen gemacht haben? Können wir das effizienter machen, dass wir auch im Stadtgebiet nicht zu viel Fläche verbrauchen? Das sind alles Themen, die uns jetzt die nächsten Jahre beschäftigen. Gerade wachsende Stadt, Sie hatten es auch schon benannt, Wohnraumknappheit, Flächenknappheit, das sind alles Themen, die klingen erstmal nicht nach Elektromobilität, aber ist tatsächlich ein massives Thema, was wir damit denken müssen. Vielleicht, wenn wir den Block vielleicht mal abschließen nochmal, dass Sie, Herr Sir, nochmal zwei, drei Zahlen nochmal sagen. Also wie viele Busse werden da geladen? Wie ist die Ladeleistung? Wie viel Ladeinfrastruktur steht da? Also wir haben jetzt seit August letzten Jahres die ersten 30 Fahrzeuge dort stationiert. Die werden mit jeweils bis zu 60 kW geladen und sind jetzt dabei, im Laufe diesen Jahres 90 weitere Fahrzeuge von diesem Typ, also 12 Meter lange Fahrzeuge, sogenannte Eindecker, dort zu stationieren mit entsprechender Ladeinfrastruktur. Die befindet sich jetzt im Aufbau. Das heißt, ein Baufeld ist jetzt gerade abgeschlossen. Der nächste Schwung Ladesäulen. Die nächsten ca. 40 Stück sind jetzt in der Endabnahme und dann geht es dann im Anschluss gleich weiter. Das heißt, bis zum Jahresende wollen wir dann etwas über 100 Ladesäulen dort haben für diese 120 Depotlader. Und gleichzeitig werden wir auf dem Hof 17 Gelenkbusse stationieren, die zu diesem schon erwähnten Projekt E-Metrobus gehören und dann auf der Linie 200 fahren werden. Die Fahrzeuge werden eigentlich auf der Strecke geladen, haben aber natürlich dann auch noch Lademöglichkeit auf dem Betriebshof, um gegebenenfalls das Fahrzeug vorwärmen zu können, die Batterie zu konditionieren und so weiter. Aber das ist so das, was jetzt als Hochlaufphase bei uns auf dem Betriebshof in der Gandhistraße gerade stattfindet. Das heißt, Ende des Jahres sind wir dann bei 137 E-Bussen. Das ist ungefähr 10% unserer Flotte. Das ist schon eine ganz gute Größenordnung, denke ich mal, sowohl für den Busbereich als auch für das Netz, was das Laden jetzt angeht. Ich glaube, das ist für andere Städte, glaube ich, auch
in Deutschland darüber hinaus auch sicherlich sehr interessant, was Sie da für Erfahrungen jetzt gemacht haben und auch machen werden. Stichwort Erfahrung, die BVG ist ja schon länger im Bereich Pkw-Fuhrpark elektrisch unterwegs. Sie haben ja schon vor ein paar Jahren alle Ihre etwa 100 Pkw elektrifiziert. Herr Voigt, wie sieht es denn bei Stromnetz aus? Das müsste ja eigentlich auch elektrisch sein. Sind Sie da auf dem Weg bereits? Aber natürlich. Also 100% können wir noch nicht bieten. Aber wir sind auf einem guten Wege und das ist das Ziel des Unternehmens, bis Ende des Jahres für alle PKWs, die bei uns fahren, eine Elektrifizierungsrate von 70% zu erreichen. Das schaffen wir ganz locker. Es gibt jetzt in Kürze wird es eine neue Richtlinie geben, dass nicht nur die E-Fahrzeuge in den PKW-Bereich, sondern auch in die Nutzfahrzeuge kommen. Und das heißt, dass wir in Zukunft nur noch elektrische Fahrzeuge kaufen und kaufen wollen, um auch dort unseren Beitrag beizutragen zur Energiewende. Und dann stoßen wir alle drei nochmal an, wenn die letzten Dieselfahrzeuge bei der BVG und bei Stromnetz Berlin abgeschafft werden. Spätestens dann treffen wir uns wieder, nicht in einem Podcast, sondern hoffentlich real an einem Tisch, um noch ein Glas Sekt oder vielleicht eine Flasche auch auszutrinken. Ja, so kurz vor Ende unseres Podcasts noch die Frage jetzt in die Runde an Sie beide, vielleicht zuerst Herr Hesse. Was sind denn Ihrer Meinung nach so die wichtigsten Schritte jetzt für einen gelungenen Hochlauf der Elektromobilität im urbanen Raum? Also ein bisschen auch losgelöst, sicherlich auch in Bezug auf den ÖPNV, aber insgesamt auch für die Elektromobilität. Wie kommen wir da im urbanen Raum voran? Was sind die wichtigsten Zutaten aus Ihrer Sicht? Also da sehe ich zwei ganz große Themen. Das eine ist dieses ganze Thema, dass man sehr ganzheitlich und vorausschauend planen muss. Also das gibt sehr viele Abhängigkeiten und man sollte wirklich versuchen, viele Stakeholder an den Tisch zu bekommen, um zu überlegen, wie gestalten wir aktiv die Elektromobilität. Also dass man es nicht passiv macht, sondern also nicht schaut, wie kommt es denn, dann reagieren wir, sondern dass man schaut, wie möchte denn das Land Berlin, die Stadt, eigentlich die Elektromobilität umsetzen. Das wäre sehr wichtig. Das ist sicherlich nicht nur ein Schritt, sondern viele Schritte, die dazu gehören, damit man das machen kann. Aber es ist ein großer Block, so würde ich es mal nennen. Und das zweite wäre dann die Finanzierung in gewisser Weise dafür zu sichern. Also gerade vor dem jetzigen Hintergrund, Corona und so weiter, sind das natürlich Fragen, die nicht gerade leicht fallen, auch wenn wir die wirtschaftliche Entwicklung sehen. Aber was man natürlich versuchen kann, ist, dass man Planungssicherheit schafft, dass man zumindest sich Dinge vornimmt, die hinterlegt mit Finanzierung, damit man einfach sagen kann, das und das ist gesichert. Bestimmte andere Dinge muss man sich vielleicht noch entsprechend später vornehmen, aber diese beiden Komponenten zusammen würden sehr viel helfen. Herr Voigt, aus Ihrer Sicht, die drei Zutaten. Ja, aus meiner Sicht ist genau das notwendig, was Herr Dr. Hesse angesprochen hat. Wir brauchen für Berlin ein Gesamtkonzept. Wir brauchen ein Gesamtkonzept, wie das Thema Mobilität vorangetrieben werden soll. Und Sie hatten es vorhin angesprochen, Herr Lobenberg, oder wir hatten es auch diskutiert. Wir als Infrastrukturbetreiber haben einen sehr, sehr langen Planungshorizont von 10, 20 Jahren. Und nur als Beispiel, für den Anschluss eines Betriebshofes haben wir locker 2 Jahre gebraucht. Damit können Sie schon ein bisschen erkennen, wie zeitintensiv und auch wie kostenintensiv so Anschlussprojekte durch uns realisiert werden müssen. Das ist das erste Punkt. Und wichtig ist, dass alle Stakeholder dort mit an den Tisch geholt werden und dieses Konzept entwickeln. Ein zweiter Punkt ist, dass wir uns nicht mal die Frage stellen, das ist natürlich auch Teil des Konzeptes, wie wollen wir im halböffentlichen oder öffentlichen Raum laden? Wollen wir über Hubs laden oder soll jeder dort laden, wo er denn einen Anschluss hat? Das ist ein Teil dieses Mobilitätskonzeptes, für uns aber ganz wichtig, weil auch da können wir nur lernen, wie wir unsere Infrastruktur dann an die Hubs heranbekommen können. Und zum Dritten ist es ja auch notwendig, dass das alles bezahlbar bleibt. Und deswegen sage ich immer, wir bauen so viel wie nötig, aber nicht so viel wie möglich. Und das heißt, wir brauchen regulatorische Rahmenbedingungen, die es uns ermöglicht, diese Infrastruktur in die Erde zu bekommen und auch zu einem vernünftigen Preis an die Letztverbraucher zu verkaufen. Und in Summe dieser drei Punkte, und dann jetzt verweise ich nochmal auf Podcast 2 und 4, da geht es um die Wohnungsgesellschaften, da geht es um die Steuerbarkeit der Lasten, denke ich, sind wir auf einem guten Weg, das dann auch für Berlin ins Leben zu führen. Ja, vielen Dank. Dann versuchen wir mal zusammenzufassen. Also wichtig ist aus Ihrer Sicht, dass man sich an einen Tisch, meinetwegen auch an einen virtuellen Tisch setzt, sich austauscht über die Pläne, über die Horizonte, die man auch in den verschiedenen Bereichen eben hat. Gerade wenn es eben um das Thema Innovationen im Bereich der Elektromobilität und eben große Lasten und viele Fahrzeuge, große Fahrzeuge auch geht.
und dass man eben die verschiedenen Anforderungen, die man hat, auch übereinander legen kann und auch von der Stadt eine gewisse Zielvorgabe kommt, wo will man eigentlich wann wo gelandet sein, Stichwort 2030 und darüber hinaus. Das ist sicherlich eine Fragestellung, die nicht ganz einfach ist. Deswegen sind wir ja auch als EMO dabei, das auch mit zu moderieren. Solche Prozesse, das finden wir nämlich auch ganz wichtig, weil wir ja, wie das immer so ist mit so neuen Themen, eben nicht die Lösung auf dem Tisch liegt, sondern man die Lösung gemeinsam erarbeiten muss und die Zukunft gestalten muss. Das macht es ja auch letzten Endes dann so spannend. Wir sprechen ja gerne von Herausforderungen. Das ist eine Herausforderung. Und ich glaube, hier mit diesem Beispiel des ÖPNV mit der BVG und Stromnetz zeigt es ganz gut, dass es auch geht. Wenn man das nämlich auch möchte, findet man einen Weg, diese Lösung auch aufzuzeigen. Das ist sicherlich auch übertragbar auf andere Bereiche. Genau, Stichwort gemeinsam ist ganz wichtig an der Stelle. Genau, also das ist wirklich zu unterstreichen, da liegt der Schlüssel sozusagen. Dass nicht jeder sein Ding dort macht, sondern man feststellt, wir sind wirklich in der Stadt gibt es so viele Abhängigkeiten, die man damit im Blick haben muss. Und das ist total wichtig, dass gleich am Anfang sich entsprechend genau anzuschauen und dann genau diesen Schulterschluss zu machen. Genau, also das Trüffelschwein, das auf der Suche nach Win-Win-Situationen ist oder noch mehr. Ja, herzlichen Dank erstmal an Sie beide, Herr Hesse, Herr Voth, für diesen spannenden Einblick. Und ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben noch eine vierte Folge auf Lager. Wir sprechen nämlich über das Thema Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft. Auch da Herausforderungen natürlich im Bereich der Elektromobilität etwas anderer Art, als wir es heute hatten mit dem ÖPNV, nämlich eher verteilte Elektromobilität mit vielleicht auch weniger Ladeleistung insgesamt, weil es da doch schon in der Regel ja um PKW geht. Aber auch nichtsdestotrotz interessante Anforderungen auch für Stromnetz Berlin. Das werden wir im nächsten Podcast am Beispiel der Berliner Wohnungsbaugesellschaft GEWOBAG besprechen. Ja, und das führt mich eben dazu, mich nochmal zu bedanken und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag alle zusammen. Herzlichen Dank und tschüss. Herzlichen Dank. Tschüss. Danke. Tschüss.